Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Parkbauprojekt in Jurassic World Evolution. Und ich möchte mit euch einen Sumpfpark bauen, den ich Prehistoric Swamp nenne, also ganz klassisch. Und zwar auf der Karte Isla Tacaño. Die habe ich einfach gewählt, weil es da schöne Wasserfälle gibt. Und ganz viel Wasser, mit dem wir dann auch noch zusätzlich arbeiten können. Und ich werde das ganze Bauprojekt im Speedbuild machen. Das liegt daran, dass ich dann nebenbei YouTube-Videos schauen kann oder Serien schauen kann und ich das dann relativ gemütlich finde und angenehm finde zu bauen, während ich halt nebenbei auf dem zweiten Bildschirm was laufen lasse. Und für euch ist es ja an sich auch nicht schlecht, ne? Dann geht das ganze Bauen ein bisschen schneller von der Hand. Ich weiß, viele von euch mögen auch diese Realtime-Parts, aber die werden wir trotzdem noch ein wenig mit drin haben in den Videos. Zumindest wenn ich dann die Dinosaurier freilasse und sowas am Ende. Da werdet ihr dann immer noch einen kleinen Realtime-Part bekommen. Aber ist einfach wesentlich chilliger, muss ich sagen, für mich. Und ich denke, die meisten von euch finden das dann auch voll in Ordnung. Das Ganze ist hier übrigens so ein bisschen angehaucht von Jurassic Park 1, diesem Landeplatz, muss ich sagen, mit dem Wasserfall so im Hintergrund. Geht schon etwas in die Richtung, war jetzt aber nicht geplant oder so. Ich habe mir einfach nur gedacht, die Stelle ist ganz schön für so einen Helikopterlandeplatz, weil da halt dieser tolle Wasserfall ist. Und deswegen hat es ganz gut gepasst. Die Mods werde ich soweit auch wieder unten für euch in der Videobeschreibung verlinken. Und ihr müsst noch bedenken, dass ich mit dem Programm Nvidia Ansel, das ist ein Programm, das kann man nur benutzen, wenn man eine Nvidia-Grafikkarte hat und nur bei bestimmten Grafikkarten, glaube ich. Damit habe ich dann auch wieder so einen Filter über das Spiel gelegt, damit das Spiel ein bisschen schärfer aussieht, die Farben ein bisschen anders aussehen. Die Kontrast und sowas habe ich etwas angepasst. Mache ich ja aktuell eigentlich immer bei meinen Parkbauprojekten, weil ich finde, dass Jurassic World Evolution wesentlich oder deutlich besser aussieht, als wenn man das Spiel einfach so normal nur spielt. Ich habe mir übrigens auch für dieses Parkbauprojekt überlegt, dass ich sehr viel mit diesen Jurassic Park-Ära-Gebäuden arbeiten werde. Zum einen, weil ich die erst sehr, sehr selten benutzt habe. Also es sind diese ganzen älteren Häuser mit den Strohdächern und sowas in diesem Baustil. Seht ihr ja schon bei dem Helikopterlandeplatz, welcher Stil gemeint ist. Zum einen, weil ich die erstmal sehr selten erst verwendet habe. Und ich finde auch, dass die viel, viel passender für so eine Sumpfgegend sind. Auch bei den Wegen habe ich mich für Jurassic Park Wege entschieden. Habe da jetzt nicht extra noch neue Wege mit einer Mod erstellt oder rausgesucht. Weil die Jurassic Park Wege habe ich auch erst sehr wenig oder sehr selten verwendet. Und deswegen ist das eigentlich ganz cool hier. Und ich habe sogar versucht, mal mich ein bisschen auszutoben mit den Wegformen. Also alles so ein bisschen geschwungener zu machen, mit ein paar Rundungen, die so schön ineinander übergehen. Und da bin ich mal gespannt, in welche Richtung das Ganze sich dann noch entwickeln wird. Ich glaube, das könnte später ziemlich cool von oben aussehen, wenn ich das in diesem Stil dann beibehalten werde. Und bei diesem runden Platz, den ich gebaut habe, hat perfekt der Giftshop was, glaube ich, reingepasst. Habt ihr ja gerade gesehen, genau in die Mitte. Ziemlich perfekt. Dann noch ein paar Toiletten in den Eingangsbereich. Das darf ja sowieso nie fehlen bei einem Park. Und dann fand ich, dass das schon genug Gebäude waren für einen Eingangsbereich. Denn das wird auch wieder eher ein kleinerer Park werden, weil ihr wisst ja, wie das ist mit den FPS. Man kann hier nicht zu groß planen, wenn man viele einzelne Objekte und sowas platziert. Und das werde ich auf jeden Fall tun mit den ganzen Bäumen, die ganzen Felsen und die ganzen umgefallenen Baumstämme, Äste, was es da nicht alles gibt. Es gibt ja mit Mods so viele platzierbare Objekte. Und ich habe ja mittlerweile die Erfahrung gemacht, so ein Parkbauprojekt, wo ich dann sehr viel davon benutze, werden dann meist etwas kürzer. Zum Beispiel das letzte Parkbauprojekt, Lost Island, hatte nur 3 Folgen. Könnte sein, dass es hier bei dem Sumpfpark ähnlich wird. Vielleicht 3, 4 Folgen. Das wird sich dann auch nicht über die gesamte Fläche hier von dem Park erstrecken, sondern ich denke vielleicht nur über die Wasserfläche. Also von diesem See, der auf der Karte Tacaño sowieso verfügbar ist. Ich glaube, genau auf dieser Fläche werde ich bauen und viel größer wird das Ganze dann auch nicht werden. Ich baue hier übrigens schon das erste Gehege gerade und dabei habe ich mir gedacht, es ist doch eigentlich am coolsten, wenn wir das wieder hinbekommen, komplett ohne Zäune abzuschirmen. Wird in diesem Parkbauprojekt nicht immer möglich sein, da bin ich mir schon ziemlich sicher. Aber bei dem ersten Gehege dachte ich mir, das ist doch ganz cool.
versuchen wir das doch so aussehen zu lassen, als wenn das eine natürliche Barriere durch so ein Wasserstück ist. Dann noch ein paar Felsen damit hinein, damit es ein bisschen spannender aussieht. Dann habe ich schon mal den ersten Futterspender platziert. Ich kann aber schon mal verraten, der wird nicht an dieser Stelle bleiben. Werde ich nachher noch ein wenig abändern. Und ich hatte die Idee, das Wasser, wovon die Dinosaurier dann trinken können, in dem Wasser von der Insel zu verstecken. Weil das ist ja, also dieses ganze Wasser, was ich hier eingezeichnet habe, um dieses ganze Gehege drumherum und was ihr da alles seht, da können die Dinosaurier gar nicht richtig draus trinken. Und deshalb habe ich jetzt nochmal Wasser im Wasser platziert. Also ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Ich habe ja jetzt schon so viele Parkbauprojekte gemacht. Ist ja nicht das erste Mal, dass das Ganze vorkommt. Aber ich dachte mir, das ist dann etwas schöner, weil das Wasser, was man platzieren kann, woraus die Dinosaurier dann auch letztendlich trinken können, hat eine andere Farbe als das Wasser auf der Insel. Und ich wollte halt vermeiden, dass zwei verschiedene Wasserfarben in einem Gehege sind. Und ich denke mal, das haben wir mit dieser Lösung dann ganz gut hinbekommen. Jetzt werde ich nochmal ganz viele Bäume platzieren und andere platzierbare Objekte. Und ich würde fast sagen, ich lasse euch jetzt mal einen Moment mit der Musik allein und dann könnt ihr mir zuschauen, wie ich den ersten Bereich für meinen Park fertigstelle. Ach so, an dieser Stelle habe ich auch nochmal das Land an der einen oder anderen Stelle ein wenig abgesenkt, damit das Wasser so ein bisschen durchschimmert und das alles ein wenig sumpfiger wirkt. Das geht natürlich sehr, sehr gut, wenn man direkt Wasser sozusagen unter dem Land hat, weil dann kann man das wirklich perfekt anpassen und kann echt richtig schön diese Sumpfoptik hinbekommen. Und jetzt stehen auch die beiden Futterspender an der richtigen Stelle. Sind übrigens Pflanzenfresser-Futterspender, das heißt, hier kommen Pflanzenfresser in das Gehege. Und ganz ohne Zaun geht es dann natürlich doch nicht. Deswegen ziehe ich jetzt einmal den Zaun entlang der Form, wo dann später die Dinosaurier hingehen sollen können. Aber natürlich ersetze ich dann den Zaun auch direkt durch einen unsichtbaren Zaun, damit man ihn nicht mehr sieht. Und jetzt kommt nochmal der letzte Einschliff.
Und in das Gehege kommen 4 Uranosauren oder 4-mal der Uranosaurus mit dem normalen Skin, dem Standard-Skin. Den finde ich ganz cool von der Farbe her. Ich bin jetzt mal gespannt, ob die gleich auch da hinten aus dem Wasser trinken können. Ah, das sieht gut aus. Können sie tatsächlich. Ah, das ist ja perfekt. Weil ich habe halt hier unter dieses Inselwasser nochmal normales Wasser eingezeichnet. Das sieht man dann eigentlich fast gar nicht von oben. Na cool, dann gehen die immer hier hinten in der Ecke schön trinken. Und ich denke, die werden auch von der Größe her sehr, sehr gut in das Gehege passen. Werden wir dann gleich hier sehen, wenn sie hoffentlich fressen gehen. Ich habe mich hier übrigens für den normalen Skin entschieden, weil ich den ein bisschen schicker fand als den Sumpf-Skin. Der Sumpf-Skin ist sehr, sehr grün gewesen. Schon fast zu knallig. Deshalb habe ich dann den Standard-Skin genommen. Der ist so ein bisschen rötlich-braun mit ein paar beigen Akzenten. Fand ich sehr cool. Aber man kann die Dinos wieder perfekt beobachten, ne? Man kommt hier in den Park und sieht dann hier direkt die Uranus fressen. Viel besser geht's gar nicht. Und dann kann man hier hinten die auch nochmal sehen. Ist natürlich immer mega schön, wenn man solche Wasserbegrenzung als natürliche Barriere hat. Weil dann ist die Sicht ja so gut wie gar nicht eingeschränkt auf die Dinosaurier. Und ja, ich würde sagen, das war's mit der ersten Folge aus unserem Prehistoric Swamp. Ihr könnt gerne Namensvorschläge für unsere Uranus in die Kommentare schreiben. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und jetzt seht ihr nochmal, was wir heute gebaut haben.